Bisher war das Rezept für neue Android-Smartphones immer das gleiche. Das Betriebssystem Android kommt von Google, die Hardware und Zusatzsoftware für Spezialfunktionen von verschiedenen Herstellern. Doch das ist ein Problem. Hard- und Software sind nicht immer aus einem Guss. Android-Updates kommen nur sporadisch, verzögert oder gar nicht. Das Pixel 2 ist eins von wenigen handlichen Smartphones mit Oberklassentechnik. Im Anfasstest in der Redaktion waren nur wenige vom Material angetan. Das beschichtete Aluminiumgehäuse ist griffig, fühlt sich aber eher wie Plastik und damit nicht besonders wertig an. Haptisch gelungener ist da der Klavierlackanstrich um die Kamera. Das Pixel 2 bietet ein besonders farbenfrohes Display mit OLED-Technik und erreicht Rekordwerte bei der Farbtreue. Beim kleinen Pixel 2 bewegt sich die Schärfe mit Full HD für seine Größe in einem guten Bereich. Anders als beim großen Pixel 2 XL fehlt es dem Bildschirm des Pixel 2 an Helligkeit. Mit einer maximalen Helligkeit von deutlich unter 500 Candela pro Quadratmeter ist er bei Sonne nur schwer ablesbar. Die große Stärke des Pixel ist auch in der zweiten Generation die Kamera. Anders als Apple, Samsung, Huawei und Co. verzichtet Google auf eine Dual-Kamera. Dennoch kann das Pixel 2 Porträtfotos mit Tiefenschärfeeffekt sowohl bei Selfie-Aufnahmen als auch bei Aufnahmen mit der Hauptkamera erstellen. Die Ergebnisse sind zumindest für Schnappschüsse überzeugend, wenn auch nicht so hochwertig wie bei echten Kameras. Die Bildqualität konnte im Test unter anderem wegen des neuen Dual-Pixel-Sensors überzeugen. Bei Tageslicht gelingen sehr scharfe und detailreiche Aufnahmen. Ihr volles Potenzial offenbart die 12-Megapixel-Kamera aber unter erschwerten Bedingungen bei wenig Licht. Die Konkurrenz kämpft hier mit Bildrauschen und verschwimmenden Details. Das Pixel dagegen erreicht die beste Note aller aktuellen Smartphones und punktet auch bei bewegten Motiven. Ein extremer Dauerläufer ist es zwar nicht, doch im Akkutest hielt das Pixel 2 mit knapp 11 Stunden immerhin gut eine halbe Stunde länger durch als das iPhone 8. Die Leistung des Geräts ist dank der Snapdragon 835 CPU und 4 GB Arbeitsspeicher top. Und schön, für 128 statt 64 GB internen Speicher verlangt Google über 100 Euro extra. Und ein Speicherkartenschacht fehlt. Ein Trostpflaster, für hochauflösende Bilder und 4K-Videos gibt's unbegrenzten Speicherplatz beim Fotodienst Google Fotos. Für viele Android-Fans dürfte aber ein anderes Argument ausschlaggebend für das Google-Smartphone sein. Nur bei den Pixel 2-Smartphones gibt es das pure Android mit dreijähriger Update-Garantie sowie monatlichen Sicherheitspatches ohne Verzögerung. Fazit: Für das Pixel 2 sprechen vor allem zwei Argumente. Die hervorragende Kamera, die auch bei wenig Licht für ein Smartphone sehr ordentliche Fotos macht. Und die dreijährige Update-Garantie, die im Android-Lager sonst niemand bietet. Das dunkle Display dagegen passt so gar nicht zum gehobenen Preis. An Galaxy S8 und iPhone 8 kommt die zweite Pixel-Generation so nicht vorbei.